Hallo und herzlich willkommen zum Börsenlexikon bei Wirtschaft TV. Mein Name ist Sebastiano Schweizer und wir fragen uns heute, was ist eigentlich eine Handelsüberwachungsstelle? Doch bevor wir die Experten von TradeGate fragen, wollten wir erstmal von euch wissen, was ihr euch darunter vorstellt. Eine Stelle, die überwacht. Irgendwas mit Geld, Finanzen. Allgemein kontrollieren und Gesetz kontrollieren. Wir befinden uns jetzt hier im Handelssaal von TradeGate und Daniel wird uns jetzt mal erklären, was genau ist denn eine Handelsüberwachungsstelle? Die Handelsüberwachungsstelle oder auch kurz HÜST genannt, ist ein Börsenorgan, welches den Handel, den Börsenhandel und auch die Geschäftsabwicklung im Hintergrund überwacht. Und jede Börse hat eine eigene HÜST und diese HÜST ist immer räumlich getrennt von dem Handelssaal und so ist das auch bei uns bei TradeGate. Welche Aufgaben übernimmt denn dann diese Überwachungsstelle? Die HÜST kontrolliert den Handel, der stattfindet. Außerdem überprüft sie die Preisfeststellungen und sie beobachtet das Verhalten der Marktteilnehmer. Welche Befugnisse hat denn die HÜST? Bei Verstößen gegen die Regularien wird sie auf eigene Faust ermitteln und wird dann gegebenenfalls der Geschäftsführung oder der Börsenaufsicht Bescheid geben. Danke, Daniel. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann klickt euch rein auf wirtschaft-tv.com.